Madagaskar. Alleine der Name lässt träumen von tropischen Landschaften, die nach Nelken und Vanille duften. Nicht umsonst gilt die afrikanische Insel als Urlaubsparadies für Naturliebhaber. Doch Madagaskar ist auch eines der ärmsten Länder der Welt. Ein Großteil der Bevölkerung leidet an Unterernährung. Am ärgsten betroffen sind die Kinder in ländlichen Regionen, wie zum Beispiel dem kleinen Dorf Ambassato im Osten der Insel. Horst Lichter will sich hier vor Ort ein persönliches Bild von der Arbeit der Welthungerhilfe machen. Er besucht die 26-jährige Francine, um mit der alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern einen typischen Tagesablauf mitzuerleben. Also wir dürfen mal gucken, wie sie wohnt. Aber kann man sehen, was da los ist. Francine lebt mit ihrer dreijährigen Tochter Hortense und dem 6 Monate alten Fidelos noch bei den Eltern. 15 Menschen teilen sich den wenigen Platz in dieser kleinen Hütte. Zum Schlafen und zum Essen. Die Armut ist förmlich zu spüren. Ja, wenn ich diese Häuser sehe und weiß, in so einem Häuschen lebt eine Familie mit vielen Kindern. Man sieht halt irgendwo was rausqualmt. Und ich weiß genau, die kochen da drin. Wenn ich die Kinder sehe, die einfach zu klein sind, die großen Bäuche haben. Also ich bin ziemlich parat momentan. Da muss ich erst mal verarbeiten. Francines Familie lebt von dem wenigen, was die Landwirtschaft hergibt. Die Feldarbeit auf dem kleinen Zuckerrohrfeld ist mühsam und Naturkatastrophen zerstören oft ganze Ernten. Um auf Notsituationen besser reagieren zu können, bietet die Welthungerhilfe den jungen Müttern regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen an. Horst Lichter begleitet Francine und ist dabei, als der kleine Fidelos gewogen und gemessen wird. Anschließend bekommt Francine konkrete Tipps zu Hygiene und Kinderernährung. Kochdemonstrationen sind das absolute Highlight für Francine und die anderen Mütter aus dem Dorf. Einmal im Monat bekommen sie einen halben Tag lang praktische Infos rund um gesunde Ernährung. Und heute sogar tatkräftig unterstützt von einem deutschen Fernsehkoch. Wenn man jetzt überlegt, so eine Veranstaltung kostet nur 2 Euro für alle Frauen und Kinder, natürlich inklusive des Essens. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hochachtung, das ist nur geil. Zum Abschluss seiner Projektreise besucht Horst Lichter eine Krankenstation für stark unterernährte Kinder. Die erste Familie, auf die er trifft, ist über 100 Kilometer zu Fuß gelaufen, um ihr 2 Jahre altes Kind hier wieder aufpäppeln zu lassen. Die Geschichten der anderen Kinder lesen sich ähnlich. Doch dies ist ein Ort der Hoffnung. Die Erfolgsquote, diese Kinder wieder stabil zu bekommen, ist enorm hoch. Und für mich ist das eine ganz harte Nummer. Weil ich halt selber ein Baby verloren habe, weiß ich, was hier passiert mit den Mamas und Papas und mit den Babys. Und wenn ich sehe, da vorne sitzt ein kleiner Junge, der ist 4 Jahre alt, der wiegt 8 Kilo. Also da müssen sie schon helfen. Das ist schon eine verdammt feine Sache. Wir geben für so viel Scheiß Geld. Aber hier haben wir die Möglichkeit, durch eine kleine Spende schon Großes zu bewirken und Menschen die Würde zu geben und die Möglichkeit zu überleben. Macht einfach das Scheißportemonnaie auf. Und gebt was dafür.